Willkommen zurück. Ich begrüße Sie zum Presseclub Nachgefragt. Hier auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Mehr Boostern, mehr Tests. Reagiert die Politik wieder zu spät? Das ist das Thema unserer heutigen Runde hier im Presseclub. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir gehen zunächst nach Duisburg. Dort ist Achim Schürmann am Telefon. Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe Ihnen konzentriert zugehört und ich bin schockiert. Ganz am Ende kamen zwei Hinweise, dass man sich auf die Zahlen nicht verlassen kann. Vielleicht allenfalls der Tendenz absehen. Zwischendurch wurde auch gesagt, dass die Geimpften, gerade die doppelt Geimpften, sogenannte Impfdurchbrüche haben. Ich bin schockiert, dass sie so tun, als hätte das nichts mit dem Impfstoff zu tun. Und der Herr Wüst, von dem ich nichts Schlechtes hielt, hat sich geäußert, die Ungeimpften würden quasi die Inzidenzrate erzeugen, also auch die Impfdurchbrüche. Dabei ist es doch genau umgekehrt. Untaugliche Impfstoffe bringen höhere Inzidenzen hervor. Und dann noch ein letztes aus dem großen Dschungel der widersprüchlichen Fakten. Die Universität Duisburg-Essen hat am 24.06. bekannt gegeben nach einer Forschung, dass der PCR-Test, auf dem all ihre Expertisen beruhen, all ihre Politik beruhen, zu 80% falsch positiv wäre. Ein deutscher Hersteller hat gesagt 50%. Aber darauf kann man doch keine Hygienepolitik bauen. Glauben Sie, ich hole mir jetzt einen Booster oder auch nur einen Impfstoff, nachdem nach den öffentlichen Zahlen die Kampagne total gescheitert ist? Da müsste man ja total bekloppt sein. Und das wollen Sie jetzt weitertragen und verschärfen mit Strafen, mit Auflagen, alles Richtung, die Ungeimpften sind schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Herr Schürmann, danke für Ihre Anmerkung. Ich gebe das mal in die Runde und frage, wer möchte das kommentieren? Ich könnte